Hey, das bin ich und Blake, wie wir uns gerade auf den Weg zu einem großen Ausritt machen. Naja, groß für unsere Verhältnisse. Blake ist schon ziemlich alt und hat einige Gelenkprobleme. Deshalb können wir nur noch im Schritt ausreiten gehen. Mehr ist nicht mehr drin. Er ist ein ehemaliges Sportpferd, das sehr, sehr viel und lange für den Sport diente und nun im Ruhestand bei mir ist. Man merkt es ihm schon an, denn eigentlich könnte ein Pferd mit 21 noch nicht so viele Probleme haben. Aber rückwirkend ist die ganze Turniersache daran schuld. Er hatte nie Probleme damit, aber im Alter kommen dann doch einige Dinge zum Vorschein, die vorher nicht zum Vorschein kamen. In letzter Zeit geht es ihm auch nicht so gut. Er hat ein bisschen Probleme mit dem Magen und wir sind die ganze Zeit am Überlegen, was wir ihm füttern sollen. Wir haben alle Angst, dass er ein Magengeschwür oder eine Kolik bekommt. Normales Heu frisst er nur schwer und allgemein ist er extrem schwerfutterig. Seine allgemeine Lebensfreude ist gesunken. Da ich ihn schon seit 3 Jahren habe, weiß ich ja, dass er nicht so ist wie sonst. Und es geht bergab mit ihm. Natürlich hat man da Angst, dass das Unvermeidbare irgendwann eintritt. Man will es nicht wahrhaben, aber innerlich merkt man, dass etwas nicht okay ist und wenn es dem Pferd immer schlechter geht. Sein Alter und all die Dinge, die er schon ertragen musste, machen ihm schwer zu schaffen. Seine Gelenkprobleme und seine Arthrose, alles Mögliche. Ich versuche immer nicht daran zu denken, aber ich weiß, dass er nicht mehr so lange leben wird. Es geht ihm einfach nicht mehr so gut. Und auch unsere Tierärztin meinte, dass er sich langsam aber sicher in Richtung seines Lebensendes bewegt. Wahrscheinlich würde er an Altersschwäche sterben, die aber ein bisschen vorgezogen wurde durch all die anderen Sachen, die er sonst noch mit sich trägt. Ich reite ihn nur noch ein- oder zweimal die Woche, ansonsten geht er nur spazieren oder ich lasse ihn ein bisschen laufen oder longiere ihn. Einige haben uns auch empfohlen, ihn komplett auf die Rentnerkoppel zu stellen, aber er ist ein Sportpferd und das spürt man immer noch. Wenn er gar nichts zu tun hätte, dann denke ich, hätte er den Lebenswillen schon viel länger verloren. Er möchte etwas tun, nur ist es ihm nicht ganz so möglich, wie er und ich es gerne wollten. Nun waren wir wieder auf dem Weg zurück. Eine kleine 15-Minuten-Runde im Schritt. Das lastet ihn eigentlich schon komplett aus. Ich lasse ihn heute in der Box, da er momentan von den anderen Pferden, jüngeren Pferden, sehr bedrängt wird und ich würde es schon fast Mobbing unter Pferden nennen. Sie bemerken, dass er alt und schwach ist und somit wird er oft in die Ecke gedrängt. Daher kommt er jetzt nur noch mit unseren 2 kleinen Ponys nach draußen. Ich muss ehrlich sein. Ich verabschiede mich jeden Tag von ihm so, als würde ich ihn morgen nicht mehr sehen. Denn es macht mir schon zu schaffen. Auch heute wollte er sein eigentliches Lieblingsessen, Mash, nicht mehr so ganz auffuttern. Ich hoffe, morgen ist es weg. Es war der nächste Tag und ich hatte mein Handy immer auf laut, denn es könnte ja irgendwas mit Blake sein. Ich lief aber ganz beruhigt in den Stall, denn ich hatte bis jetzt nichts gehört. Und als ich näher kam, sah ich ihn dann auch in der Box. Er hatte das Futter von gestern immer noch nicht ganz aufgefressen. Das bereitete mir Sorgen. Ich entschied mich, ihn heute auf die Koppel zu stellen, denn meiner Meinung nach war es die einzige Möglichkeit, ihn nicht wirklich zu stark zu bewegen und ihm gleichzeitig Futter zu bieten, in dem Fall Gras. Auf dieser kleinen, aber feinen Koppel mit den 2 anderen Connemara-Ponys dachte ich, er ist gut aufgehoben und ließ ihn dort eine Weile stehen. Und als ich die Koppel verließ, verabschiedete ich mich nicht wirklich von ihm. Warum ich euch das erzähle? Das könnt ihr euch doch schon denken, oder? Ich begab mich erstmal wieder nach Hause und führte meine normalen Tätigkeiten aus, die außerhalb des Stalls noch auf meinem Tagesplan standen. Ich wollte erst Richtung Abend wieder in den Stall gehen und ihn von der Koppel holen. Sonst hatte ich heute nichts mit ihm vor. Der Tag verlief wie jeder andere, bis in einem Moment mein Telefon klingelte. Und innerlich hatte ich schon Angst, denn mir graute es schon monatelang davor, diesen Anruf zu erhalten. Und jedes Mal war ich erleichtert, wenn es nicht die Stallbesitzerin war. Doch dieses Mal war es der Fall.
Sie sagte, ich sollte schnellstmöglich zum Stall kommen, denn Blake lag auf der Wiese und wollte nicht mehr aufstehen. Die Tierärztin war schon unterwegs. Ich machte mich also so schnell ich konnte auf den Weg ins Stall. Ich rannte und mit dem Auto fuhr ich viel zu schnell. Aber als ich ankam, stand nur noch die Tierärztin da und die Stallbesitzerin. Doch, da auf dem Boden, da lag auch Blake. Nicht mehr viel Leben in den Augen. Die Tierärztin empfahl mir, es zu beenden, ihn einschläfern zu lassen. Im ersten Moment dachte ich mir, nein, nein, auf gar keinen Fall, das kann ich nicht machen. Aber dann wurde mir bewusst, dass es egoistisch war. Ich wusste, es ging Blake nicht gut. Und ich wusste, es war das Beste, ihn zu erlösen. Also willigte ich ein. Und es ging schneller, als ich dachte. Ich war wie in Trance. Und erst am nächsten Tag konnte ich wirklich begreifen, was passiert war. Blake war weg und er würde nicht mehr zurückkommen. Die Trauer kam erst später und auch das Verständnis für all das, was passiert war. Aber es war die richtige Entscheidung. Ich hätte ihn nicht mehr leiden lassen können. Es wäre unfassbar egoistisch gewesen, ihn auf Zwang am Leben halten zu wollen. Und tatsächlich, so geht die Geschichte aus. Es ist kein Happy End, wie sonst. Aber es ist Realität. Denn jedes Mal, wenn man ein Pferd kauft, ein Pferd als Reitbeteiligung hat oder überhaupt mit einem zu tun hat, genauso wie bei Menschen, muss man sich im Klaren sein, dass dieses Leben irgendwann ein Ende hat und dass man dann nicht egoistisch sein darf, sondern für das jeweilige Tier entscheiden muss. Manchmal ist es besser loszulassen, nicht für einen selbst, aber für das betroffene Tier oder für die betroffene Person. Das möchte ich euch nur mitgeben, denn diese Geschichte hat kein Happy End. Aber wer weiß, nach jedem Ende gibt es auch einen Neuanfang.